Dieses Video ist sehr wichtig, denn es geht um dein Karma. Denn schlechtes Karma kann dein Leben wirklich durcheinander bringen und du merkst es vielleicht sogar nicht einmal. In diesem Podcast geht es also um die häufigsten Karma-Fallen und wie du sie vermeiden kannst. Und ich sage dir, es ist lebenswichtig für uns alle, dass wir nicht in diese Karma-Fallen hineingeraten. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Monika Kardinal und ich bin Buchautorin, Bioenergietherapeutin und Heilmedium. Herzlich willkommen zu meinem Podcast und schön, dass du heute hier bist. Je weniger schlechtes Karma wir haben, umso mehr können wir uns auf unseren spirituellen Weg konzentrieren und Gutes in dieser Welt tun. Aber schlechtes Karma, wie zum Beispiel ein unbedachtes Wort oder eine falsche Handlung, kann uns ganz schnell einholen. Deswegen sollten wir unbedingt darüber Bescheid wissen. In diesem Podcast werden wir also die Karma-Fallen besprechen, die du unbedingt vermeiden solltest, wenn du deine Seele reinhalten möchtest. Diese Fallen können dein Leben ruinieren und sehr schmerzhaft machen. Wenn du jedoch vorsichtig bist und diese Fallen meisterst, kannst du ein glückliches und friedliches Leben führen. So kommen wir zu dem Gesetz von Ursache und Wirkung. Dies ist wahrscheinlich etwas, was du schon kennst. Man nennt es auch das Gesetz von Saat und Ernte und es bedeutet einfach, dass alles, was du tust, auf dich zurückkommt. Alles, was du aussendest, kommt zu dir zurück. Wenn du also Gutes tust, bekommst du auch Gutes zurück. Aber wenn du etwas Schlechtes tust, wird es auch zu dir zurückkommen. Du siehst vielleicht nicht sofort die Folgen deines Handelns, aber glaub mir, sie werden irgendwann zu dir zurückkommen. Sei also sehr vorsichtig mit dem, was du tust und sagst, denn es kommt alles auf dich zurück. Das Gesetz der Schöpfung. Diese Karma-Falle ist eng mit dem Gesetz von Ursache und Wirkung verbunden. Es besagt, dass das, worauf du dich konzentrierst, Realität wird. Wenn du dich also auf das Negative konzentrierst, wirst du mehr Negatives in deinem Leben erschaffen. Wenn du dich aber auf das Positive konzentrierst, wirst du auch mehr Positives schaffen. Deshalb ist es so wichtig, dass du darauf achtest, was du denkst und fühlst, denn so wird das, was du denkst, erschaffen. Höre auf, dir vorzumachen, das Leben sei ein Glücksspiel, denn das Leben ist genau das, was wir selbst daraus machen. Es passiert nicht einfach so. Um dir das verständlicher zu machen, kannst du dir Folgendes immer wieder vor Augen führen. Ich bin der Schöpfer meiner Realität. Alles beginnt mit einem Gedanken. Gedanken werden zu Dingen. Ich erschaffe mein Leben mit meinen Gedanken und Gefühlen. Und wenn du das weißt, wirst du viel vorsichtiger mit dem umgehen, was in deinem Kopf vor sich geht. Denn du weißt, dass deine Gedanken deine Realität erschaffen. Das Gesetz der Bescheidenheit. Bei dieser Karma-Falle geht es um das Ego. Das Ego ist der Teil von dir, der besser sein will als andere, der Aufmerksamkeit und Anerkennung will. Es ist der Teil von dir, der nie zufrieden ist und immer mehr möchte. Wenn du deinem Ego freien Lauf lässt, wird es dir eine Menge Probleme in deinem Leben bereiten. Es wird dich arrogant und egozentrisch machen und die Menschen werden nicht mehr so gerne in deiner Nähe sein wollen. Wenn du diese Falle also vermeiden möchtest, solltest du lernen, dein Ego zu kontrollieren. Erkenne, wann es versucht, die Kontrolle zu übernehmen und weise es in seine Schranken. Zum Beispiel, du hattest einen schlechten Tag und bist einfach nur gefrustet von was auch immer dir widerfahren ist. Sehr gut, denn jetzt kannst du beginnen, den ersten Schritt zu machen, nämlich Dinge zu akzeptieren und somit im zweiten Schritt genau deswegen eine Veränderung vorzunehmen. Hör auf, dich so zu verhalten, als ob alles und jeder dir Schlechtes wollen würde oder gar dein Feind ist.
Solange du derartige Gedanken nicht unter Kontrolle hast, wirst du deinen Fokus auf die falschen Dinge setzen. Das Gesetz des Wachstums. In dieser Karma-Falle geht es um die Tatsache, dass wir ständig wachsen und uns verändern. Wir sind nicht mehr dieselbe Person wie gestern und wir werden auch morgen nicht mehr dieselbe sein. Wir entwickeln uns ständig weiter und werden zu etwas Neuem. Das kann etwas Gutes oder etwas Schlechtes sein, je nachdem, wie du es betrachtest. Wenn du es so siehst, kann es eine gute Sache sein, denn es bedeutet, dass du immer lernst und wächst. Aber es könnte auch etwas Schlechtes sein, denn es bedeutet, dass du dir nie wirklich sicher bist, wer du eigentlich bist. Wenn du diese Falle vermeiden möchtest, solltest du lernen, Veränderung und Wachstum zu akzeptieren. Nimm die Tatsache einfach an, dass du bei dir selbst beginnen solltest, denn du bist der Einzige, der etwas ändern kann. Und wenn du einmal begonnen hast, dich selbst zu verändern, wird sich die Welt um dich herum verändern. Das Wichtigste ist, dass du niemals aufgibst. Egal wie schwer es wird, egal wie oft du scheiterst, gib dich und deine Träume niemals auf. Denke daran, dass jeder Misserfolg ein Schritt näher zum Erfolg ist. Und wenn du nicht aufgibst, wirst du es irgendwann schaffen. Das Gesetz der Verantwortung. In dieser Karma-Falle geht es darum, die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Es geht darum zu erkennen, dass du der Einzige bist, der etwas ändern kann. Und wenn du dein Leben ändern möchtest, solltest du bei dir selbst beginnen. Du solltest bereit sein, die Verantwortung für dein eigenes Leben zu übernehmen. Vermeide es lieber, in Selbstmitleid zu verfallen. Deine Eltern würden höchstwahrscheinlich sagen, du bist doch schon groß. Es bringt leider nichts, alle anderen für die Dinge, die falsch gelaufen sind, verantwortlich zu machen. Selbst wenn es Umstände sind, die wirklich nicht in deiner Hand lagen, musst du trotzdem in den sauren Apfel beißen und die Verantwortung übernehmen. Denn wenn in deinem Leben Dinge schief laufen, dann stimmt offensichtlich mit deiner Handhabung von Problemen etwas nicht. Und du wirst immer problematische Situationen anziehen. Also erkenne, dass nur du die Verantwortung trägst und dir diese niemand abnehmen kann. Das Gesetz der Verbindung. In dieser Karma-Falle geht es um die Tatsache, dass wir alle miteinander verbunden sind. Wir sind alle miteinander und mit der Welt um uns herum verbunden. Und alles, was wir tun, hat Auswirkungen auf andere. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns bewusst sind, was wir tun und wie es andere beeinflusst. Es ist ziemlich logisch, dass Dinge miteinander verbunden sein müssen, denn es bezieht sich auch auf unsere Vergangenheit, die mit dem Jetzt verbunden ist, und auf das Jetzt, welches die Zukunft beeinflusst. Jede Aufgabe solltest du Schritt für Schritt angehen, allerdings mit dem Hintergedanken, dass jeder deiner Schritte zählt und gleichbedeutend ist. Jede, auch so unbedeutende Kleinigkeit beeinflusst dein Wohlbefinden und somit auch, in welche Richtung Dinge zukünftig gehen werden. Das heißt natürlich nicht, dass du übervorsichtig durchs Leben gehen solltest. Nein, du solltest nur im Klaren sein, dass es viele Aspekte gibt, die deinen Erfolg beeinflussen können. Das Gesetz der Einstellung. In dieser Karma-Falle geht es um deine persönliche Einstellung. Es geht um die Tatsache, dass deine Meinung, deine Einstellung, zum Beispiel dein komplettes Leben bestimmt. Wenn du eine positive Einstellung hast, wirst du positive Dinge in dein Leben anziehen. Und wenn du eine negative Einstellung hast, wirst du negative Dinge in deinem Leben anziehen. Also, es ist sehr wichtig, dass du dir bewusst wirst, wie du dein Leben siehst. Und wenn du deinen Fokus auf spirituelle Werte legst und dich mit Dingen beschäftigst, die dir wirklich wichtig sind, wirst du eine positive Einstellung für dein Leben bekommen und wunderschöne spirituelle Erfahrungen machen können. Das Gesetz des Gebens und der Gastfreundschaft.
In dieser Karma-Falle geht es um Geben und um Gastfreundschaft. Es geht um die Tatsache, dass wir anderen etwas geben sollten, ohne eine Gegenleistung zu erwarten. Denn wenn wir geben, öffnen wir unser Herz und stellen eine Verbindung zu anderen her. Und wenn wir freundlich und gastfreundlich sind, bieten wir anderen unsere Hilfe und Unterstützung an. Geben und Nehmen, diese beiden Dinge sind wichtig im Leben und beides hat einen positiven Einfluss auf unser Karma. Wenn du also dein Karma verbessern möchtest, solltest du großzügig geben und gastfreundlich zu anderen sein. Du solltest auch Hilfe annehmen und dich dafür bedanken. Auf den Punkt gebracht geht es hierbei darum, selbstlos gute Dinge zu tun. Dabei sollte dein äußeres Verhalten deinen inneren Gedanken angepasst sein. Das Teilen von schönen Dingen mit Menschen, die wir gern haben, oder einfach nur das Zaubern eines Lächelns bringt Achtsamkeit und Harmonie in unser Leben. Das Gesetz vom Hier und Jetzt. In dieser Karma-Falle geht es darum, im gegenwärtigen Moment zu leben. Es geht darum, dass wir im Hier und Jetzt leben sollten und nicht in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft ist noch nicht da. Warum sollten wir uns also um Dinge sorgen, die noch nicht da sind? Warum sollten wir uns nicht auf das konzentrieren, was jetzt gerade passiert? Lass das Vergangene Vergangenheit bleiben. Du kannst nicht im Hier und Jetzt leben, wenn du deine Vergangenheit nicht ruhen lässt. Versuche, das Vergangene gehen zu lassen und dabei ist es egal, ob es nun gewisse Angewohnheiten oder bestimmte Erfahrungen sind. Es ist jetzt an der Zeit, neue Erinnerungen und neue Lebenserfahrungen zu machen. Das Gesetz der Veränderung. In dieser Karma-Falle geht es um Veränderung. Es geht um die Tatsache, dass sich alles im Leben ständig verändert und alles im Fluss ist. Und wenn wir uns selbst nicht mitverändern, bleiben wir zurück. Veränderung ist ein Naturgesetz und gilt für alle Bereiche des Lebens. Sie kann beängstigend sein, aber sie ist auch aufregend, weil sie neue Möglichkeiten mit sich bringt. Du wirst feststellen, dass sich deine Lebensumstände so lange wiederholen, bis du deine Lektion daraus gelernt hast und mit dieser Lektion einen neuen Lebensweg einschlägst. Die Energie der Veränderung wird dich auf der Welle des Lebens tragen. Du wirst in den Fluss kommen. Das Gesetz der Geduld und Belohnung. In dieser Karma-Falle geht es um Geduld und Belohnung. Es geht um die Tatsache, dass gute Dinge zu denen kommen, die darauf warten. Und wenn wir geduldig sind, werden wir am Ende belohnt. Das bedeutet natürlich nicht, dass wir herumsitzen und nichts tun sollten. Wir sollten immer noch aktiv werden und die Dinge in die Hand nehmen. Aber manchmal müssen wir geduldig sein und auf den richtigen Moment warten. Und wenn dieser Moment kommt, werden wir für unsere Geduld belohnt. Gerade in der Spiritualität sind Menschen oft ungeduldig und möchten alles auf einmal erfahren. Aber so funktioniert es nicht. Wir sollten einfach geduldig sein und darauf vertrauen, dass alles zu einem göttlichen Zeitpunkt passieren wird. Das letzte Gesetz der Bedeutung und Inspiration. In dieser Karma-Falle geht es um Sinn und Inspiration. Es geht darum, dass wir einen Sinn in dem finden sollten, was wir tun. Und wenn wir uns von etwas inspirieren lassen, wird uns das helfen, unsere Ziele zu erreichen. Wir sollten uns auch von etwas oder jemanden inspirieren lassen können. Ansonsten werden wir die Motivation verlieren. Wenn du in dem, was du tust, einen Sinn und Inspiration findest, wirst du dein Ziel sicher und leichter erreichen. Manchmal musst du das Gesamtbild betrachten und nicht nur kleine Ausschnitte. Wenn du dir das vornimmst, realisierst du, wie sehr sich deine Handlungen und dein Verhalten auf alles und auf jeden in deinem Umfeld auswirken. So, meine Lieben, das waren jetzt die 12 Karma-Fallen, die
du möglichst vermeiden solltest, um ein glückliches Leben zu leben. Ich hoffe, dieser Podcast wird dir dabei helfen, dich aus Schwierigkeiten herauszuhalten und dein Leben zu verbessern. Denke immer daran, wenn du Gutes tust, wird dir Gutes zuteil. Also achte darauf und schaffe dir gutes Karma. Dieser Podcast möchte von dir geteilt werden, damit auch andere Menschen über die Karma-Falle Bescheid wissen. Gib mir bitte ein Like, wenn es dir gefallen hat, und abonniere meinen Kanal, um weitere Podcasts zu erhalten. Danke, dass du heute hier warst, und bis bald.